Für Andreas Möhring ist es ein Freudentag. Der Beamte der Landeshauptstadt trifft in Maximilian Kastner seinen Eishockey-Lieblingsspieler vom deutschen Meister EHC Red Bull München. Es ist der Hauptgewinn einer Fanabstimmung über den besten EHC-Spieler der vergangenen Saison. Der Siegerpreis des Fanvotings ist eine gemeinsame Fahrt im Führerstand einer Münchner S-Bahn. Also wenn die Möglichkeit dazu ist, dann bin ich jetzt schon ein bisschen nervös. Ich will eigentlich nichts Falsches machen oder nicht den Zug kaputt machen. Und wenn ich aber mal den Schalter umlegen darf, dann mache ich das natürlich gern. Irgendwann mal kam die E-Mail, Herr Möhring, herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen und das war natürlich ein Sechser im Lotto. Sowas kriegt man ja nicht öfters bei 1,5 Millionen Einwohnern und von daher super geil. Initiatorin der Eishockey-Umfrage war der Kooperationspartner des EHC, die S-Bahn München. Mit bis zu 140 Stundenkilometer fährt die 119 Tonnen schwere S3 vom Ostbahnhof nach Holzkirchen. Als Junge hat, glaube ich, jeder eine Eisenbahn zu Hause gehabt und ich bin 2000 nach München gekommen. Und ich gebe ehrlich zu, früher war ich kein Fan der Bahn, weil, mein Gott, man kommt vom Dorf, da fährt man logischerweise mit dem Auto. Und inzwischen bin ich ein großer Verfechter und ein Liebhaber der Bahn. Ja, ich habe des Öfteren jetzt schon mal in München die U-Bahn benutzt oder die Tram. Das Problem ist aber, dass man nur zur Seite rauschen kann und deswegen ist heute bestimmt ein guter Tag mit dem schönen Wetter, mal die Sicht von vorne zu sehen und ich genieße das halt einfach. In der Fahrerkabine nimmt Maxi Kastner dann Fahrt auf, unter den Augen des Triebfahrzeugführers. Der Eishockeystürmer genießt die Abwechslung in der Saisonvorbereitung, die schon Mitte Mai begonnen hat. Jeder hat jetzt so 3 bis 4 Wochen Pause gehabt, nachdem wir den Cup geholt haben. Und jetzt haben wir 3 Wochen lang schon trainiert. Wir fahren nächste Woche nach Salzburg in die Akademie, gehen da wieder aufs Eis. Bereits im August geht es für die EHC-Stars wieder zur Sache. Bevor die Münchner in der Hockey Champions League antreten, bestreiten sie das Salut-Vorbereitungsturnier in Maxi Kastners Heimatstadt. Dass wir so ein Turnier in Garmisch haben, ist natürlich super gegen so Hochkarätiger zum Spielen wie SC Bern, gegen Prag, gegen Red Bull Salzburg. Und für mich macht es noch mehr besonders, weil ich aus Garmisch bin und da all meine Freunde und Familie sind. Wie zwei kleine Jungs verfolgen Maximilian Kastner und Andreas Möhring die Fahrt im S-Bahn-Führerstand. Der Eishockey-Fan und der deutsche Meister erleben die Erfüllung eines Kindertraums.